sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 759. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist verdammt spät geworden. Ich wollte schon längst im Bett liegen. Da rief meine Lieblingskollegin aus Berlin an und sagte, Reiko, es läuft eine total interessante Sendung auf Vox Spiegel TV und das würde sie mir empfehlen anzugucken, sie nimmt das sogar auf und dann dachte ich, okay, schaust du mal rein, musste allerdings feststellen, dass Vox nicht in meinem Fernseher ist, denn die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich irgendwann meine Programme überarbeitet habe und alles gelöscht habe, was ich sowieso nie anschaue. Und da ist Vox darunter gewesen, RTL 2 natürlich, so die ganzen anderen Sender, die es aus meiner Sicht nicht wert sind, gesehen zu werden. Und dann habe ich jetzt da ein Problem gehabt, musste nämlich Vox wieder installieren auf Sendeplatz 16. Ja, und das hat eine Weile gedauert, ist gar nicht so einfach, wenn man es ewig nicht gemacht hat. War aber eine super interessante Sendung über das größte Jugendhotel der Hauptstadt in Berlin. Da muss ich unbedingt mal rein. Da werde ich, glaube ich, sogar mal mit meiner Lieblingskollegin einfach mal aus Scheiß eine Nacht verbringen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil es ist so lustig und so cool. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten, wenn ich da bin. Da werde ich mein kleines mobiles Aufnahmegerät dabei haben. Es geht endlich wieder die Kommentarfunktion auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage. Denn es wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt von Podhost, das ist der Hoster von meinem Podcast, denn es wurde mehr und mehr Spam über die Kommentarfunktion versendet und um dem Einhalt zu gebieten, wurde jetzt solch ein System installiert, wo man von so einer etwas verschwommenen Grafik ein paar Buchstaben eingeben muss. Wenn ihr also wieder Kommentare auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage loswerden möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ihr müsst allerdings, bevor ihr den Kommentar abschicken könnt, dann von dieser Grafik die verschwommenen Buchstaben, die nicht immer leicht zu erkennen sind, das gebe ich zu, das dann abschicken oder die zu vereintragen, dann abschicken. Und wenn es nicht beim ersten Mal gelingt, nicht verzagen, so schwierig ist es auch wieder nicht, dann einfach die nächste Buchstabenkombination abwarten und die reinhacken. Und dann wird der Kommentar für alle sichtbar auf der Homepage freigeschaltet. Ich hatte ja gestern gesagt, dass ich erst gegen Ende der Woche oder Ende nächster Woche ein paar Tipps loswerden möchte zu lustigen Weihnachtsgeschenken, die so ein bisschen Pep haben, die sehr nützlich sind. Aber jetzt komme ich doch schon heute dazu, denn in der Firma hat heute eine Mitarbeiterin von einem Lieferanten ein Werbegeschenk bekommen zu Weihnachten und das ist es absolut wert, erwähnt zu werden. Vielleicht habt ihr auch manchmal das Problem, vielleicht auch ihr nicht, es ist eher ein Weihnachtsproblem, dass man Nüsse knacken muss. Nüsse knacken, dafür gibt es unzählige verschiedene Vorrichtungen, angefangen vom Klassiker, dem aus Holz geschnitzten Nussknacker aus dem Erzgebirge. Das sind so Männchen, die haben einen beweglichen Mund, der am Rücken mit einem Hebel verbunden ist. Und da legt man dann einfach die Nuss in den Mund, drückt am Rücken auf diesen Hebel und schon wird die Nuss geknackt. Die Variante zu Weihnachten kennt jeder. Natürlich kennt auch jeder die stinknormalen Nussknacker, wo man zwei Hebel hat, die quasi zueinander gedrückt werden mit einer Ausbuchtung in der Mitte, wo die Nuss reinkommt. Da gibt es manchmal eine große und eine kleine und wenn man dann drückt, dann zerkracht die Nuss. Oder die etwas raffiniertere Variante mit einem Schraubgewinde, wo man die Nuss einlegt und dann schraubt man und schraubt man und schraubt man und irgendwann gibt die Nussschale nach und zerplatzt und dann kommt man an die leckeren Innereien. Dann gibt es noch die Hämmerchen-Variante, unter anderem eine optisch ausgezeichnete von Eva Solo. Da hat man quasi eine Schale aus Walnussholz und da haut man dann mit einem Hämmerchen drauf und zerknallt die Nuss. Aber alle diese Dinger sind letztlich Fehlkonstruktionen. Schwer zu bedienen. Entweder man kriegt die Nuss nicht richtig klein und muss dann, wenn sie in mehrere Fragmente zerfällt, jedes einzelne Fragment nochmal aufknacken. Gerade bei Walnüssen ist das ja ein Problem. Oder es zerquetscht gleich die ganze Nuss inklusive der Innereien und schon hat man nur noch Salat in der Hand und muss dann die paar kleinen essbaren Brocken aus den Schalenbrocken herausseparieren, um sie dann zu essen. Alles mittelschöne Lösungen. Es gibt eine richtig geile Lösung. Und das ist der Nussknacker, den wir da heute in der Firma als Geschenk empfangen haben.
Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an die Zeit, als wir alle in die Schule gegangen sind und uns solche kleinen Geschosse gebaut haben, und zwar mit einer kleinen Papprolle und einem abgeschnittenen Finger eines Gummihandschuhs. Das hat man dann zusammen gemacht, mit Tesa befestigt, und dann hat man Erbsen oder Bohnensamen in diesen Gummi reingelegt, hat dann an diesem abgeschnittenen Finger gezogen, losgelassen, und dann schnippte die Erbse oder Bohne oder was auch immer man da reingetan hat, durchs Klassenzimmer. Nach genau diesem Prinzip funktioniert dieser geniale Nussknacker. Man hat ein Metallrohr, das ist ein kurzes Rohr, vielleicht so 5-6 cm lang, und das Ding hat auch einen Durchmesser von ungefähr 5-6 cm. Und unten dran ist dann diese Gummi, ja, Schlaufe kann man gar nicht sagen, dieses Gummistück, was halt ein überdimensionaler abgeschnittener Finger von einem Gummihandschuh ist, und einen Metalldeckel. Man legt also die Nuss in diesen Gummiköcher, macht den Metalldeckel drauf, zieht, lässt los, und die Nuss, die wird eben nicht als Geschoss durch den Raum gejagt, sondern knallt mit voller Wucht gegen den Metalldeckel. Dann schüttet man quasi alles in den Metalldeckel rein, und siehe da, eine Walnuss besteht aus einigen Teilen Schale und großen Stücken der Nuss, des Inneren sozusagen. Und dann kann man es ganz bequem essen, legt die nächste Nuss ein. Das ist für Frauenhände genauso einfach zu bedienen wie für Männerhände. Eine wunderbare Erfindung. Damit kann man Tonnen von Nüssen zu Weihnachten essen, ohne dass man sich mit dem Knacken allzu sehr abmühen und rumnerven muss. Einfach ein geiles Ding. Ich habe leider vergessen, heute ein Foto davon zu machen. Vielleicht steht das Ding morgen noch bei uns in der Firma rum, und dann gibt es ein Foto auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Wieder aus Hamburg, euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.